Im vergangenen Jahr stand Beatrice Egli, 34, die talentierte Schlagersängerin, vor einer gewaltigen Herausforderung, die sie emotional stark beanspruchte. Trotz ihres beachtlichen Erfolgs und ihrer großen Fangemeinde traf sie eine mutige Entscheidung, sie tauschte ihr gesamtes Team aus. Diese schmerzliche Trennung beschreibt die einstige Siegerin der DSDS, Deutschland sucht den Superstar, im Jahr 2013 nun in einem bewegenden Podcastgespräch mit Barbara Schöneberger mit den Waffeln einer Frau. Es war einer der schwierigsten Momente im letzten Jahr für mich, gesteht Beatrice Egli. Bereits im Jahr 2020 hatte sie ihr Management gewechselt. Und nun folgten im vergangenen Jahr weitere einschneidende Veränderungen, darunter neue Komponisten, Produzenten und sogar eine andere Plattenfirma. Als harmoniebedürftiger Mensch betont sie die Bedeutung von Ehrlichkeit und Offenheit. Trotz ihres bisherigen Erfolgs, einschließlich eines Nummer-1-Albums und hoher Verkaufszahlen, musste sie schweren Herzens verkünden, die Reise geht mit uns nicht weiter. Eine Entscheidung, die sie zutiefst bewegte und vor große emotionale Herausforderungen stellte. Für die talentierte Sängerin fühlte es sich an, als müsse sie eine langjährige Beziehung beenden. Schließlich verbrachte sie eine immense Zeit mit ihrem alten Team und hatte eine vertraute Bindung aufgebaut. Und dann sagst du all den Menschen, es geht nicht mehr. Das sagst du nicht so einfach, erzählt Beatrice Egli mit nachdenklicher Stimme. Das waren viele Gespräche. Es war emotional, mit Tränen und allem. Dennoch hegt sie keinerlei Reue für ihre mutige Entscheidung. Beatrice Egli betrachtet die gemeinsame Zeit mit ihrem alten Team als wertvolle Erfahrung und ist dankbar für die schönen Momente. Dennoch spürte sie den Drang, etwas Neues zu entdecken und sich künstlerisch weiterzuentwickeln. Es ging nicht darum, dass das Alte schlecht war, sondern vielmehr darum, dass sie die Lust verspürte, neue musikalische Wege zu beschreiten. Die Musik bietet eine unglaubliche Vielfalt, die es zu erkunden gilt. Der Neuanfang zahlte sich zweifelsohne aus. Beatrice Eglis neues Album Balance stürmte die Charts in Deutschland und der Schweiz und erreichte die Spitze. Diese Erfolgsgeschichte zeigt, dass sich das Risiko, das sie eingegangen ist, gelohnt hat und dass sie nun auf ihrem frischen Weg neuen Schwung und Anerkennung gefunden hat. Beatrice Egli beweist damit nicht nur ihre außergewöhnliche musikalische Begabung, sondern auch ihre Entschlossenheit und Fähigkeit, Veränderungen als Chance für persönliches Wachstum anzunehmen.